Hallo, ich möchte heute wieder mal über ein paar Aktien sprechen, über die ich mir in der letzten Woche Gedanken gemacht habe und möchte mit einer Aktie beginnen, die ich letzte Woche verkauft habe. Das ist die Schweizer Firma Ascom. Das eignet sich als ganz gutes Beispiel zu sehen, dass Börse nicht immer wahnsinnig spektakulär sein muss. Also wenn man sich die Aktien ansieht, die in der Börsenberichterstattung die obersten Plätze einnehmen, dann sind das natürlich immer Aktien, wo gerade immens was passiert. Also eine Aktie, die sich in kürzester Zeit verdoppelt oder die im negativen Szenario in Konkurs geht und wertlos wird oder zumindest stark schwankt, das ist das, was in Zeitschriften Aufmerksamkeit erregt. Die Realität in der Börse ist öfter deutlich langweiliger. Und das war bei mir auch bei der Firma Ascom der Fall. Also kurz, die Firma Ascom habe ich damals im März 2016 gekauft. Ich notiere mal, wenn ich was kaufe oder verkaufe, immer ein bisschen die Argumentation, um im Nachhinein zu schauen können, ist das aufgegangen oder nicht, um für die Zukunft daraus zu lernen. Und beim Konzern oder bei der Firma Ascom waren die Gedanken halt folgende. Das ist eine IT-Firma, die auf die Bedürfnisse von Krankenhäusern, von Spitälern ausgerichtet ist, also speziell auf die IT-Infrastruktur, die man im Gesundheitsbereich braucht. Ich habe mir damals, bevor ich sie gekauft habe, die Geschäftszahlen angeschaut. Die waren ganz in Ordnung, nicht berauschend, aber so in etwa in Ordnung. Und ich habe mir gedacht, die Firma vereint jetzt drei Sachen, die mir gut gefallen. Das erste ist der Standortvorteil Schweiz. Schweiz ist ein extrem stabiler Rechtsstaat, wo die Firmen sehr, sehr gute Bedingungen haben, mit höchster Produktivität zu arbeiten. Der Trend, der Zukunftstrend IT war für mich klar, also das war jetzt keine besondere Information, hätte fast jeder so gesehen. In den letzten Jahren ist IT also in ganz vielen Bereichen wichtiger geworden und ist also ein Zukunftstrend. Und das dritte ist der Zukunftstrend Krankenhäuser, Gesundheit. Das war also auch oder ist für mich nach wie vor absehbar in einer überalterten Gesellschaft, in der das Durchschnittsalter jedes Jahr etwas ansteigt. Nimmt die Anforderungen an das Krankenhaussystem jedes Jahr zu, und somit ist das auch ein wirtschaftliches Zukunftsthema. Und diese drei Themen zusammen in Kombination mit den Geschäftszahlen davor haben mich halt dazu veranlasst, mal eine kleine Position von Ascom zu kaufen. Also ich habe damals 1000 Euro investiert. Und letzte Woche habe ich mich davon nach 5 Jahren wieder getrennt und habe für die Aktien noch 850 Euro bekommen. Das heißt, ich habe 15% verloren in 5 Jahren. War also sicher eines der Investments, die nicht aufgegangen sind, die Hoffnung, die ich damit verbunden hatte, nicht erfüllt hat. Aber eben jenseits der Berichterstattung in Börsenmedien kann es halt auch sehr oft passieren, dass man einfach Aktien hat, wo man gewisse Zukunftshoffnungen in sie setzt, die sich nicht erfüllen. Also Ascom hat die Umsatzsteigerungen, die ich damals für möglich gehalten hätte, lang nicht erreicht. Allerdings waren die 5 Jahre auch geschäftlich keine Katastrophe. Die Aktie hat also auch immer wieder eine Dividende, 1-2% ausgeschüttet. Das heißt, wenn ich die mit einrechne, dann habe ich wahrscheinlich in 5 Jahren einen Verlust von 7% gemacht. Ja. Also das ist alles andere als eine katastrophale Entwicklung, aber halt auch nicht berauschend. Und wie ich in den letzten Videos schon erklärt habe, sehe ich die hohe Börsenbewertung generell im letzten halben Jahr zunehmend skeptisch. Nachdem ich also im Jahr 2020 sehr viele Aktien gekauft habe, bin ich jetzt langsam wieder an der Verkäuferseite und klopfe da regelmäßig mein Depot ab. Und da ist halt jetzt die Firma Ascom rausgeflogen, weil sie halt in einem relativ guten Umfeld, also auch die Corona-Sondersituation war für Krankenhäuser wirtschaftlich mit Sicherheit keine schlechte. Es war also in den letzten 1,5 Jahren sicher einfacher, zusätzliche Mittel als Krankenhaus zu bekommen als in den Jahren davor. IT war auch ein Zukunftsthema und in dem Umfeld hat die Firma Ascom es nicht geschafft, meine Erwartungen zu erfüllen.
Ich glaube, dass der Trend jetzt demnächst ein schlechterer wird. Jetzt werden zunehmend die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen in den Vordergrund kommen, die fehlenden Beiträge bei den Sozialversicherungsträgern. Das heißt, es wird hier im Gesundheitssystem vermutlich eher der Rotstift angesetzt werden müssen. Das heißt, von einem ausgezeichneten Marktumfeld, in dem Ascom Zahlen abgeliefert haben, die alles andere als eine Katastrophe waren, aber halt auch nicht berauschend, geht es jetzt in ein Marktumfeld, das sich deutlich schlechter für die nächste Zeit einschätzt. Und nachdem Ascom schon in der guten Zeit meine Erwartungen nicht erfüllt hat, habe ich mich eben jetzt davon getrennt. Sonst, ich erwähne es ja jetzt in letzter Zeit auch öfter, bin ich momentan nicht auf der Käuferseite unterwegs, sondern eher auf der Verkäuferseite. Sehe mir aber Woche für Woche einige vielversprechende Aktien an, um dann, wenn es noch einmal eine deutliche Korrektur geben sollte, schnell zugreifen zu können. Und eine Firma, die ich mir in der letzten Woche angesehen habe, die eigentlich sehr vielversprechend von den Produkten her ist, ist die Firma AGCO, eine amerikanische Firma, ein Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen, also Traktoren, Mähdrescher etc. Hat mehrere Marken unter seinem Dach. Die für mich bekannte war die Firma Fendt. Das sieht man auch öfter, wenn man in Österreich wandern geht, bei Landwirten, dass die Traktoren oder Mähdrescher von der Firma Fendt haben. Interessant für mich ist die Kombination, dass die Firma laut eigenen Angaben, ich mache mir jetzt einmal mal einen Überblick, ich habe mir auch nur die Zahlen, von denen ich gleich sprechen werde, auf finanzen.net angesehen und nicht die Geschäftsberichte im Original gelesen. Bevor ich dann wirklich investieren würde, würde ich das tun, aber für einen ersten Überblick hat mir das gereicht. Und da habe ich mal auf der Webseite des Unternehmens auch gut gefunden, dass sie zumindest mal einen starken Fokus auf das Thema Smart Farming legen. Das ist für mich eine sehr interessante Kombination. Also auf der einen Seite sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Lebensmittelhersteller, für Nahrungsmittelhersteller momentan sehr gute, weil durch die Corona-Maßnahmen einfach die Lebensmittelpreise extrem teuer geworden sind, wie wir das seit 10 Jahren nicht gesehen haben. Und auf der anderen Seite ist Firmen, die da technologisch investieren, wird es, was ich ganz fantastisch finde, immer mehr möglich, Düngemittel, auch Chemikalien und so weiter, die man in der Landwirtschaft braucht, immer punktuell genauer einzusetzen. Ja, also vor 20 Jahren hat jeder Farmer halt irgendwie Erfahrungswerte gehabt, so und so viel Dünger nehme ich für die und die Getreidearten, und es hat sicher auch Literatur darüber gegeben, aber mehr oder weniger war das halt recht grob. Die modernen Landwirtschaftsmaschinen, und da ist Eco eben einer der Hersteller, können es mittlerweile, dass sie softwaregetriebene Modelle haben, wo also dann wirklich je nachdem, ob ein Tag bewölkt ist, wie groß die Niederschlagsmenge ist, die notwendigen Zusatzstoffe, die man dem Getreide oder den Pflanzen generell zusetzen muss, damit sie optimal wachsen, die können immer punktuell genauer dosiert werden. Es ist jetzt noch nicht so, dass ein ganzes Feld unbedingt auf jedem Quadratmeter die gleichen Stoffe braucht, ja, sondern außen ist eventuell eine minimal andere Zusammensetzung besser als in der Mitte des Feldes und so weiter. Ja. Und das ist gleichzeitig was in Richtung Ökologie und so weiter, Ressourcenschonung, sehr viel gute Themen miteinander vereint. Und gleichzeitig sind auch die Geschäftszahlen von Echo durchaus interessant. Also ich habe mir die Zahlen angeschaut. Von 2014 bis zum Jahr 2020 wurde in jedem einzelnen Jahr ein Gewinn gemacht. Es gab einen Umsatzanstieg je Aktie von 20% bei insgesamt konstanten Umsätzen. Was heißt das? Das heißt, dass die Firma Aktienrückkäufe macht. Das heißt, ein Teil des Gewinnes, den sie machen, schüttet sie nicht als Dividende aus, sondern kauft dafür eigene Aktien. Die eigenen Aktien werden dann vernichtet. Wenn das 1% ist, dann steigt quasi der Anteil der bisherigen Aktionäre jedes Jahr um 1% an. Das heißt, auch beim gleichbleibenden Umsatz steigt dann der Umsatz pro Aktie, beim gleichbleibenden Gewinn steigt der Gewinn pro Aktie leicht an. Dementsprechend niedrig ist auch die Dividendenrendite, weil eben nur ein Teil dessen, was an Aktionäre ausgeschüttet wird, über eine Dividende ausgeschüttet wird. Die ist momentan bei 0,6%, was also wirklich nicht berauschend ist.
Dafür ist wieder relativ in Ordnung eine Eigenkapitalquote von 35%. Das heißt, für einen Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten ist das ein sehr guter Wert, wenn man es in der Fahrzeugindustrie generell sieht. Also ich habe da vor kurzem auch mal überblicksmäßig angeschaut, das Vergleich. General Motors hat eine Eigenkapitalquote von 19%, Daimler hat eine Eigenkapitalquote von gut 21%. Wenn Eco da jetzt also 35% hat, dann heißt das, dass sie auch ein, zwei Krisenjahre relativ locker durchstehen. Das alles macht für mich die Aktie durchaus interessant. Wie gesagt, ich bin momentan nicht auf der Käuferseite unterwegs, habe also deswegen auch nicht unbedingt die Absicht, da in nächster Zukunft zu investieren. Aber ich halte mir halt solche Aktien im Petto, dass wenn ich nochmal Möglichkeiten sehe, wie im Frühjahr 2020, dass ich dann sehr schnell mal die Unternehmen nur mal kurz anschauen muss und kaufen kann. Eine weitere Aktie, die ich mir in der letzten Woche angeschaut habe, war die Firma Garmin. Ich habe das auch in den Videos schon öfter erklärt. Meiner Meinung nach ist es eine gute Ausgangsposition, wenn ich ein Produkt selber nutze, also wie meine Garmin-Laufuhr und damit eigentlich sehr zufrieden bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch andere Leute damit zufrieden sind und dass das eine gute Firma ist. Und ich mag meine Garmin-Laufuhr, die war vor 5, 6 Jahren relativ teuer, aber ich mag die sehr, sehr gern. Also die hat bei Regen, Winter immer mitgehalten. Die kann, wenn ich im Schwimmbad bin und Längen schwimme, automatisch die Schwimmbahnen zählen und welche Schwimmstile ich dabei verwende. Sie kann GPS-Tracking beim Wandern und so weiter verwenden. Als Laufuhr dient sie mir und auch die Akkuleistung. Also ich glaube, ich habe die jetzt schon seit 6 Jahren und wenn ich die auflade, eine mehrstündige Wanderung mit GPS-Tracken ist nach wie vor für den Akku überhaupt kein Problem. Das heißt, das war für mich einmal Grund, mal die Firma Garmin einmal genauer anzusehen. Nach eben ersten Fragen ist die Firma überhaupt an der Börse handelbar? Ist sie bei den Handelsplätzen, wo ich Zugang habe, handelbar und so weiter? Also nachdem das war ja, ist der Fall, habe ich mal die Zahlen angesehen. Und die Firma Garmin hat jetzt im letzten Jahr einen Umsatz je Aktie von 21 Dollar gemacht und einen Gewinn von 5 Dollar. Aktuell ist die Börsenbewertung bei 170 Dollar und da ist es halt für mich relativ einfach und klar, zu dieser Bewertung würde ich nicht kaufen. Kaufe ich nicht, weil es einfach viel zu teuer ist. Auch wenn ich die Produkte gut finde und es sicher eine gute Firma ist, aber die Börsenbewertung liegt also bei mehr als einem sechsfachen Jahresumsatz. Der Gewinn je Aktie im Verhältnis zum Kurs liegt bei 3% in etwa. Von dem Gewinn muss man Zukunftsinvestitionen machen. Gleichzeitig ist, auch wenn ich die Produkte gut finde, aber bei Garmin mit Sicherheit ein gewisses Risiko da, dass sie von unten im Markt bedrängt werden, als durch billige Hersteller, die vielleicht Produkte haben, die auch nicht so gut sind wie die von Garmin, die aber eventuell mit einem Viertel der Kosten verbunden ist. Da gibt es zumindest die Gefahr, dass hier einige Leute vielleicht zu günstigeren asiatischen Produkten greifen. Auf der anderen Seite gibt es hier mit Sicherheit eine gewisse Bedrohung, was den Marktanteil anbelangt, von Apple oder anderen Smartphone-Herstellern, die ihre Smartphones in Zukunft stärker mit Armbanduhren kombinieren, um vielleicht auch Herzschlag biometrische Daten verarbeiten zu können. Und dann habe ich quasi die Fitnessuhr und den Lauftracker gleich in einem. Das heißt gar nicht so, dass das passieren muss. Der Ausgangspunkt war ja eben, dass ich glaube, dass Garmin sehr gute Produkte herstellt. Aber eben zu dieser hohen Bewertung im Ver und zusätzlich zum gewissen Risiko, das mit der Firma verbunden ist, ist mir die Bewertung einfach zu teuer. Auch wenn ich es im Verhältnis nehme zur nächsten Aktie, die ich mir in der letzten Woche ein bisschen genauer angeschaut habe, die ich im Depot habe, das ist die Firma Johnson & Johnson, ist heutzutage jeden ein Begriff vom Corona-Impfstoff. Die Firma ist aber wahnsinnig breit aufgestellt, ist also, glaube ich, der größte Konzern weltweit, der auch eine große Pharma-Sparte hat, hat aber auch eine Konsumgüter- und eine Schönheitssparte, also wo sie sehr viele Produkte herstellen, die nah am Pharmawesen sind, also Hautcremes,
Sachen in dieser Richtung, ja. Also ich bin da überhaupt nicht der Konsument, der sowas verwenden würde, aber Markennamen wie Listerin, Penaten oder Neutrogena sagen dann sogar mir irgendwo was, obwohl ich genau solche Produkte eigentlich gar nicht verwende, ja. Aber das heißt, die Firma Johnson & Johnson ist wahnsinnig breit aufgestellt, ist in nahezu jedem Bereich, der mit Gesundheitsprodukten oder in der Nähe von Gesundheit gelagert ist, vertreten. Und wenn man jetzt auch die Barzahlen vergleicht, die ich vorher bei Garmin genannt habe, also Johnson & Johnson wird aktuell mit $164 bewertet, ist also als Aktie mal rein vom Preis her etwas günstiger als Garmin, hat einen Umsatz von $31 im Verhältnis zu 21 bei Garmin. Das heißt, der Umsatz ist 50% höher, die Aktie ist aber sogar ein paar Dollar billiger und der Gewinn von 5,50 €, $5,50 im letzten Jahr lag auch etwas höher als der von Garmin. Und das ist jetzt natürlich schon auch was, was wiederum gegen die Aktie von Garmin spricht, wenn einer der breit aufgestelltesten Gesundheitskonzerne der Welt, einer der marktkapitalisierungsstärksten Konzerne, noch dazu in einer Situation, wo mit dem Corona-Impfstoff auch einiges an Zusatzfantasie da ist, billiger bewertet ist als der Laufuhrhersteller, dann würde ich eher zu dem Pharmakonzern raten. Auch positiv bei Johnson & Johnson ist, dass sie jetzt mit mittlerweile 60 Jahren jedes Jahr die Dividende ganz minimal um ein paar Cent angehoben haben. Aber das heißt, momentan kriege ich bei Johnson & Johnson eine Dividende von 2%. Ja. Bei so einem Konzern ist das schon fast irgendwo mit einem Sparbuch vergleichbar. Und die Dividende steigt doch jedes Jahr kontinuierlich um ein paar Prozent. Vielleicht auch interessant, die Verschuldung, die für mich immer ein wichtiger Parameter ist, gerade wenn ich von zukünftigen Zinssteigerungen ausgehe. Johnson & Johnson ist momentan mit dem 5,5-fachen operativen Ergebnis verschuldet. Also das, was der Konzern Jahr für Jahr operativ einnimmt, müsste er quasi 5,5 Jahre zu 100% in die Schuldentilgung zahlen, dann wäre er schuldenfrei. Das ist jetzt ein rein theoretisches Szenario, weil natürlich wird der Konzern in den nächsten Jahren kräftig in die Zukunft investieren, in Forschung und Entwicklung investieren. Er wird also sicher nicht alles für die Schuldentilgung verwenden, aber ungefähr, um eine Relation zu haben, auch wenn ich das mit einem Privatportfolio vergleiche, also wenn ich mir zum Beispiel eine Eigentumswohnung gekauft habe und ich bin mit einem 5,5-fachen Jahresgehalt verschuldet, dann ist das sicher keine katastrophale Relation, sondern eher eine, die ganz vernünftig ist. Und Johnson & Johnson hat natürlich auch wahnsinnig viel Assets für die Verschuldung. Ich schaue mir bei solchen Aktien auch immer gern die Peer Group an, also vergleichbare Unternehmen. Und da hätte ich mir zum Beispiel angeschaut, die beiden britischen Pharmakonzerne, also da gibt es zwei große Pharmakonzerne, das ist AstraZeneca und Bristol Myers Squibb. Und da ist ganz interessant, die sind beide mit dem 16-fachen operativen Jahresgewinn in etwa verschuldet. Also dreimal so groß verschuldet wie Johnson & Johnson. Und das ist jetzt doch etwas, wo man sich dann auch als Privatanleger mit einer Stunde Recherche sehr einfach tut, in welchen Konzern man eher investiert. Ja. Und da ist die Bilanz von Johnson & Johnson einfach viel stabiler als die der britischen Konzerne. In dem Fall weiß ich auch, was bei den britischen Konzernen dahinter stehen. Die beiden Briten haben also das Problem, unter Anführungszeichen, dass die größten Anteilseigner Pensionsfonds sind in Großbritannien, wo die private Rente eine viel größere Rolle spielt, als das in Österreich oder in Deutschland der Fall ist. Und die müssen jetzt konstant Pensionsverpflichtungen erfüllen. Und das sieht man in den Geschäftsberichten und wenn man sich die Zahlen der Bilanz der beiden Konzerne mal anschaut, bei AstraZeneca sogar noch deutlicher, dann sieht man, dass die hatten in den letzten Jahren gute Jahre, aber sie hatten auch schlechte Jahre, wie es bei den meisten Firmen der Fall ist. Aber in den schlechten Jahren haben sie regelmäßig mehr ausgeschüttet
an die Aktionäre, als sie überhaupt eingenommen haben. Und das war aufgrund der Pensionskassen, die gewusst haben, sie müssen ihre Leistungen erfüllen, sie brauchen diese Dividende. Ja. Nachdem die Bilanz von AstraZeneca scheinbar noch stabil genug war, hat AstraZeneca also mehr in einem schlechten Jahr ausschütten können, als sie eingenommen haben. Dafür haben sie neue Schulden aufgenommen. Und das hat die Verschuldung Jahr für Jahr ansteigen lassen. Und die liegt jetzt eben beim 16-fachen operativen Jahresgewinn so in etwa, ja? Während sie eben bei Johnson & Johnson beim 5,5-fachen liegt. Vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, was meine ich, wenn ich sage beim 16-fachen operativen Jahresgewinn. Ich habe mir dann einfach den Jahresgewinn der letzten 6, 7 Jahre angeschaut, ja, und da ungefähr einen Durchschnitt errechnet. Ja. Wenn ich sehe, dass der Jahresgewinn stetig ansteigt, dann habe ich versucht, den Trend etwas zu berücksichtigen. Aber man sieht, glaube ich, recht schön, es geht hier eigentlich nicht um 2% mehr oder weniger, ja. Wenn ich einfach Johnson & Johnson habe, wo das Multiple operatives Ergebnis zur Verschuldung 5,5 ist und bei AstraZeneca 16, ja. Also selbst wenn ich mit meiner Berechnung da 2% falsch liege, das Bild ist sehr, sehr klar. Okay, Johnson & Johnson macht bei mir, glaube ich, 0,5% im Portfolio aus. Bei der Bewertung gibt es eigentlich für mich jetzt keinen Grund, hier zukaufen zu müssen, aber auch keinen Grund, die Aktie zu verkaufen. Die ist meiner Meinung nach einigermaßen fair bewertet und solange ich sie halte, freue ich mich Jahr für Jahr über 2% Dividende, die ausgeschüttet wird. Und als letztes möchte ich noch ein bisschen was zu Rohstoffen sagen, da konkret zu Kupfer. Also Kupfer wird momentan sehr gehypt. Auch der Kupferpreis ist im letzten Jahr und in den letzten 1,5 Jahren massiv angestiegen. Hier ist also der allgemeine Trend zur Inflation spürbar und gleichzeitig, dass Kupfer überall dort, wo Strom, Elektrizität, also Richtung erneuerbare Energie, Elektroautos viel stärker gebraucht wird als in der Vergangenheit und die Kupfernachfrage hier auch sehr stark angestiegen ist. Und da habe ich mal nur exemplarisch angeschaut, die Firma Teck Resources ist also ein Minenbetreiber mit 10.000 Mitarbeitern, ungefähr 10 Milliarden Dollar schwer, kommt eigentlich aus den Bereichen Kohle und Zink, hat aber sehr früh erkannt oder schon vorzeitig erkannt, dass der Trend eher Richtung Kupfer vielversprechender ist, ist ein kanadischer Konzern, der aber in Kürze auch ein riesiges Kupferprojekt in Chile ins Laufen bringen wird. Ja. Da ist jetzt auch die Bewertung relativ einfach. Ich kann zwei Sachen tun. Ich kann die Vergangenheit des Konzerns bewerten. Beim Autokonzern wie Daimler macht das wahrscheinlich relativ viel Sinn. Bei Kupfer ist halt jetzt die Frage, bewerte ich zum Kupferpreis der Vergangenheit oder der Gegenwart? Wenn ich zum Kupferpreis der Vergangenheit bewerte, dann dürfte ich diesen Konzern niemals kaufen. Also er ist auch nicht in meinem Portfolio aktuell drin, weil die Zahlen der Vergangenheit die aktuelle Bewertung nicht rechtfertigen. Wenn ich aber den Kupferpreis, der jetzt da ist, der also in den letzten 18 Monaten massiv gestiegen ist, als Grundlage hernehme, dann habe ich hier also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7 und andere Parameter, die sehr, sehr günstig wären. Ja. Das heißt, das ist quasi eine Spekulation auf den Kupferpreis. Wenn man der Meinung ist, dass der Kupferpreis momentan nach oben ausreißt und dass sich das wieder unter Anführungszeichen normalisiert, also in Richtung des Durchschnitts der letzten 10 Jahre annähert, dann dürfte man in einen Konzern wie Teck Resources nicht investieren, wenn man der Meinung ist, dass der Trend zu einem viel höheren Kupferpreis dauerhaft ist, ist das durchaus interessant. Ja. Also aktuell habe ich jetzt mal keine Meinung dazu, sondern wie gesagt, ich schaue mir da mal einige Firmen an, um dann relativ schnell reagieren zu können. Ist aber auf jeden Fall eine Firma, die meiner Meinung nach, wenn man in den Kupferbereich investiert, durchaus interessant ist. Gut, damit war es für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.